Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Mein Projekt Gartenumbau, Pool, Gartenküche, Terrasse, aber auch mein Keller, das wollte ich dieses Jahr alles schaffen. Wir haben es Juni, Anfang Juni 2021 und ich denke, es wird Zeit für einen kleinen Status, für ein kleines Update. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie weit ich bisher gekommen bin, was ich bereits geschafft habe, welche Pläne ich wieder aufgeben musste und was, wie hier im Hintergrund zu sehen ist, neu dazugekommen ist. Viel Spaß, bleibt dran, gleich geht's los. Der Projekt Poolumbau ist bereits in der entscheidenden Phase angekommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Stützwände gemauert. Die Treppe ist fertig, auch den Podest habe ich soweit schon vorbereitet. Alles, was mir im Moment fehlt, ist der Beton, der in die Schalsteine eingegossen wird. Zum Teil habe ich das von Hand bereits gemacht. Der große Rest wird allerdings mit der Betonpumpe erfolgen, denn die wird in einigen Tagen, so hoffe ich zumindest, bald kommen. Denn nebenan, hier auf diesem Podest, soll ja auch noch in diesem Jahr meine Gartenküche gebaut werden. Und damit ich die Pumpe sinnvoll nutzen kann, wenn sie denn einmal kommt, ist es mein Plan, alles auf einmal zu machen. Zum Bau meines Pools habe ich eine eigene Playlist angelegt, die ich euch unter diesem Video verlinken werde. Wie ihr sehen könnt, sind die Einbauteile alle fest eingebaut. Die Lampe hier im Podest. Die Schalsteinwand hier vorne habe ich bereits ausgegossen. Diese Stützwand dahinter, die ist noch frei. Auch die Wand hier hinten ist nur ungefähr bis auf dieses Level ausgegossen. Der Rest erfolgt dann, wie eben bereits gesagt, mit der Betonpumpe. Der Skimmer ist ebenfalls fest verbaut, genauso wie die Einlaufdüsen auf der anderen Seite. Hier hinten habe ich zwei Hohlkammern gelassen. Ich weiß nicht, inwiefern ich die noch nutzen werde. Im Moment spiele ich mit dem Gedanken, dahinter einfach meine Poolfolie, die Plane für das Wasser, zu versenken. Sobald der Beton in die Schalsteine eingefüllt ist, kann ich auch damit beginnen, die Wände zu verputzen. Mein aktueller Stand ist es, dass hier eine Egalisierung aufgebracht wird. Ein Putz, der das Ganze schön glatt und geschmeidig macht über alle Wände, auch die Treppe. Und anschließend werde ich wahrscheinlich mit Epoxid oder Polyurea oder etwas Ähnlichem arbeiten. Das heißt, ich habe mich aktuell zumindest gegen eine Folie entschieden, sondern werde hier einen Anstrich bzw. etwas Gesprühtes als wasserdichte Oberfläche einbringen. Sobald die Betonpumpe hier fertig ist und ich hier weitermachen kann, gibt es dann auch die nächsten Videos direkt hier zum Pool. Gehen wir zur nächsten Baustelle, meine Gartenküche. Da hat sich in letzter Zeit nicht sehr viel getan. Ich habe diesen Untergrund nochmal ausgekoffert und habe hier ungefähr 40 bis 60 cm an Frostschutz eingebracht, den ich verdichtet habe. Bis auf die Höhe von meinen Botten, von meinem Gehweg, wird anschließend hier eine Betonplatte aufgebracht und hier hinten in diesem Bereich dann die Gartenküche gebaut. Durch die KG-Rohre sollen später die Elektroanschlüsse bzw. das Abwasser geleitet werden. Das KG-Rohr hier drüben ist verbunden mit meinem Gartenhäuschen auf der anderen Seite. Auch hier möchte ich später Leerrohre und Elektrorohre durchschieben. Diese Rohre dienen letztendlich nur als Leerrohr unter meinem neu angelegten Gehweg. Apropos Gehweg. Wie ihr sehen könnt, war ich auch hier drüben fleißig gewesen. Dahinter befindet sich meine vor zwei Jahren gebaute Gabionwand und mein kleines Kind möchte gern ihre Vielzahl an Tieren, Vögel und Meerschweine in ein eigenes Außengehege bringen. Aus diesem Grunde werden wir hier draußen eine große Vogelvoliere mit einem Gartenhaus bauen. Dieses Projekt bekommt eine eigene Videoserie. Im Moment bin ich aber hier immer noch in der Fundamentphase. Da der ganze Bereich mehr oder weniger vor erst zwei Jahren aufgeschüttet worden ist, ist der Untergrund nicht wirklich tragfähig. Er sackt nach wie vor ab. Aus diesem Grund habe ich den Bereich hier eingeschalt auf ungefähr 4x4 Meter. Bin im Moment noch dabei, diesen Bereich auszukoffern, auszuschachten und möchte dann auf die Höhe
der schwarzen Plane Frostschutz einbringen, diesen verdichten und dann auf Höhe der Schalbretter, das sind 22 cm, eine kräftige Bodenplatte gießen. Das Ganze mit einer Bewehrung versteift und auf diese Bodenplatte soll dann das neue Gartenhaus kommen. Das Gartenhaus hat ungefähr 3x3 Meter und soll dann im vorderen Bereich bis hier zum Gehweg durch eine Außenvoliere ergänzt werden. Ihr seht also jede Menge Arbeit, jede Menge Sachen, die ich hier zu tun habe. In der Vorbereitung müssen natürlich einige Sachen berücksichtigt werden. Aus dem unteren Bereich kommt die Wasserversorgung und auch einige Leerrohre, mit denen ich hier alles verkabeln will. Aus diesem Grund habe ich auch hier überall bereits meine Gartenboxen eingebaut. Ich habe die Leerrohre, die aus dem unteren Bereich des Gartens kommen, verlängert bzw. hier offen, damit ich eine Verlängerung machen kann. Die Rohre gehen zum Teil weiter hier um die Ecke hin zu meiner neuen Rasenbewässerungsanlage. Ich habe die Wasserrohre schon vorbereitet, jeweils totgelegt, denn hier ist schon Druck drauf. Hier ist das KG-Rohr, was auf der anderen Seite in meiner Gartenküche mündet. All diese Arbeiten müssen im Vorfeld gemacht werden, weil ich später hier nicht mehr rankomme. Das dritte große Projekt neben der Neubelegung meiner Terrasse ist der Bau einer Bewässerungsanlage hier auf diesem kleinen Rasenstück. Das Rasenstück wird im Moment von mir eher weniger gepflegt. Ihr seht, der Käfig, der hier aufgebaut ist, dient den Meerschweinen meines Kindes und diese sollen den Rasen möglichst kurz halten. Viel spannender ist aber der Hintergrund. Ich habe hier bereits damit begonnen, einen Gehweg anzulegen, der um mein bestehendes Gartenhaus herum führen wird. Unter diesem Gehweg, unter den Borden bzw. daneben habe ich die Wasserleitung schon gezogen. Auch die Elektroleerrohre sind bereits vorbereitet. Hier parallel zum Weg werde ich irgendwo die Box montieren, die das Ganze verteilen wird. Den Gehweg werde ich wieder öffnen müssen, unter dem Gehweg hindurchgehen, mit Leerrohren, mit Wasserrohren um die Ecke zu meinem Hausanschluss. Und dann habe ich einen großen Wasserring gelegt, einmal um das ganze Grundstück herum, um das Wasser gleichmäßiger zu verteilen. Ein Teil des Wassers wird über ein Rohr hier rüber gelegt. Auch hier seht ihr schon Teile des Elektroleerrohrs bzw. auch des Wasserrohrs. Das ist mittlerweile alles zugewachsen. Diese Baustelle ist seit einem Jahr jetzt nicht mehr weitergeführt worden. Unter dem Gehweg geht es hier bereits durch, an meiner Hauswand entlang und möchte irgendwann auf der anderen Seite meiner Einfahrt da drüben ebenfalls bewässern bzw. eine Stromversorgung haben. Ja, ihr Lieben, das ganz kurz und knackig zu meinem aktuellen Status, wie weit ich bisher gekommen bin. Ich hoffe, dass sobald ich fertig bin mit dem Untergrund, mit dem Fundament von diesem Vogelhaus, dass dann die Betonpumpe kommen kann, um das Ganze aufzufüllen. Und dann geht es endlich weiter mit den richtigen Bauarbeiten. Dann sieht man auch, was mal werden soll. Bis dahin, bleibt mir treu, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr die neuen Videos nicht. Ich freue mich auf eure Kommentare und Hinweise. Bis zum nächsten Mal. Ciao.